Hallo, liebe Gartenfreunde, seid begrüßt an diesem sonnigen letzten Wintertag. Ab morgen ist nämlich Frühling. Ja, es geht um Hochbeete und zwar um die richtige Vorbereitung. Denn wenn man von seinen Hochbeeten eine gute Ernte erzielen will oder sogar zwei gute Ernten, wie ich das hier gerne möchte, dann bedarf das schon einer gewissen Vorbereitung. Von nichts kommt nichts. Andererseits, diese Vorbereitung ist natürlich kein Hexenwerk. Und da gibt es auch mit Sicherheit unterschiedliche Wege, wie man da vorgehen kann. Aber ich denke mal, wenn man das so macht wie ich, das ist hier durchaus erprobt, mache ich seit einigen Jahren so, dann hat man schon eine gewisse Erfolgsgarantie. Ja, ich will dann auch gar nicht lange rumquatschen. Also wir starten, es geht los. So ist hier meine Hochbeetanlage mit den drei Beeten durch den Winter gekommen. Die Überdachung habe ich im Herbst abgenommen, damit Wind und Wetter freien Zugang haben und die Beete am natürlichen Wasserkreislauf teilnehmen. 40 cm bis zur Maximalhöhe habe ich die Erde abgenommen. Oder das Niveau ist hier wie beim Beet ganz rechts von selbst durch Verrottungsvorgänge im Inneren gesunken. Zum Aufbau der neuen Vegetationsschicht fülle ich zuerst frisches Schreddergut ein. Alternativ könnte man aber auch frischen Mist verwenden oder anderes organisches Material, das sie in nächster Zeit umsetzt und somit Wärme erzeugt. Auf diese lockere Unterschicht kommt nun als eigentliche Wuchsschicht reifer Kompost. Schauen wir mal, wie sich das Material darstellt. Jetzt mal gucken hier. Im ersten Moment sieht das verdammt gut aus. Okay, dann mal ran mit der Schaufel. Ich schaue genauer hin und finde doch die ein oder andere Käferlarve, die ich natürlich entferne. Ja, raus mit euch, ihr Engerlinge! Schließlich habe ich alles aufgefüllt. Im Beet rechts ist ausschließlich eigener Kompost, im mittleren ausschließlich kommunaler Grünschnittkompost und ganz links eine Mischung aus beiden. Können wir ja demnächst mal schauen, wo es besser wächst. Wie beim Gewächshausbeet kommen auch hier Urgesteinsmehl und Gartenkalk als Bodenverbesserer und erster Push hinzu. Mein Ziel ist hier eine dichte Bepflanzung mit 1A Pflanzen, um dann eben auch diesen Platz in den Hochbeeten optimal auszunutzen und zwei schöne Ernten einzufahren hier nacheinander.
passt. Wir warten auf Regen. Oh, und der kommt auch. Ja, ist schon schön, wie das alles hier so in Startposition jetzt kommt. Dann noch ordentlich Wasser drauf. 1A, besser kann man sich das gar nicht wünschen. Ja, noch zum Abschluss hier ein Blick auf die Kompostecke. Ja, so sieht es jetzt beim Kompost aus. Die Sammelbehälter stehen jetzt hier. Dann der eine Reifebehälter, wo der Kompost drin ist vom letzten und von diesem Jahr Januar, Februar. Der soll also nächstes Jahr genommen werden. Ja, hier oben ist frei. Da kann dann ein Streckmetallbehälter hin für Heckenschnittkompost. Aber das hat ja noch einige Monate Zeit. Ja, und denke ich mal, so ein bisschen aufgeräumt soll es hier schon sein. Das ist ja eine Kompostecke und keine Dreckecke. Jetzt geht's hier weiter bei den normalen Hochbeeten. Im Vordergrund sehen wir hier den im vorigen Sommer neu gepflanzten Boskopbaum. Nach einhelliger Meinung kompetenter Zuschauer meines Kanals wird dieser Baum aber nicht so klein bleiben, wie ich ihn gerne hätte, sondern er wird eine stattliche Krone ausbilden. Ja, und dann würde er natürlich dem Hochbeet die Sonne nehmen. Also muss ich ihn nochmal umpflanzen. Ich hebe ihn also mit einem großen Wurzelballen aus dem Pflanzloch. Ja, und dort soll er hinein. Da kann man schön sehen, wie er schon neue Wurzeln ausgetrieben hatte. Na, hoffentlich gefällt ihm sein neuer Standort. Da befand sich ja diese Stachelbeere, die nun an den ehemaligen Standort des Boskop steht. Ja, so stellt sich jetzt hier die Gesamtsituation für den Boskop dar. Also hier kann er sich auf jeden Fall schön entfalten. Zurück zum Hochbeet. Mittlerweile bin ich dann hier jetzt an der offenen Hochbeetanlage. Da muss ja hier das erste Beet aufgefüllt werden. Die beiden Erdbeerbeete, klar, die bleiben natürlich, da wird nichts aufgefüllt, höchstens so ein bisschen ergänzt am Rand, wo was abgesunken ist. Aber die Erdbeerkultur, die ist ja mehrjährig und die will ich auch jetzt nicht weiter stören. Aber hier vorne, da fehlt kräftig was, da wird aufgefüllt. Und im Weiteren dann auch das Beet, das ich letztes Jahr erst angelegt habe. Ist ja noch genug im Autoanhänger drin. Das ist ja jetzt die dritte Ladung, die ich heute Morgen geholt habe. Und oh, da kommen wir ganz schön weit mit. Die haben die Preise jetzt gesenkt. Und da hat ein Autoanhänger voll, gut voll, muss ich sagen, hat also 4 Euro gekostet. Das Zeug wird also quasi verschenkt. So, ich denke mal, das reicht jetzt hier. Ja, dann nehmen wir auch hier noch den Handfeger dabei und machen das Ganze mal so ein bisschen appellfähig, dass das auch hier den optimalen Look erhält. Muss ja auch immer so ein bisschen nett aussehen. Ne? Da macht das Ganze auch gleich mehr Spaß. Wie ich schon mal an anderer Stelle auch sagte, ich hasse im Garten Dauerbaustellen. Projekte muss man anfangen und wenn es eben geht, auch durchziehen. Und dann hat man erstmal seine Ruhe, bis dann das nächste kommt. Sonst ist man ja nicht zufrieden. Ne? Okay. Ja, dann kommt auch gleich die Sonne vor. Das ist dann doch das Richtige, was man macht hier. Ja, dann soll da oben drauf noch kommen. Das werde ich auch morgen wahrscheinlich verteilen. Urgesteinsmehl und Gartenkalk. Denn ja, in absehbarer Zeit ist nämlich hier Regen zu erwarten, angeblich. Eventuell sogar war wieder ein bisschen Schnee dabei. Der Jahreszeit entsprechend kann man da eigentlich nur sagen, naja, und dann kann das gleich so ein bisschen in den Boden eingespült werden. Das ist ja dann immer ganz optimal. Ja, und Regen kommt auch, zeitweise mit stürmischem Wind.
und einmal zeigt der neu aufgebaute Regenmesser 20 mm in 24 Stunden. Gut so. Das brauchen wir. War da noch was? Ja. Ein neues bienenfreundliches Blühbeet ist im Entstehen. Seit vorigem Herbst habe ich hier schon fleißig Erde auf die Fläche gefahren. So bietet sich das angedachte Beet nach der Schneeschmelze dar. Und so wüst kann es natürlich nicht bleiben. Die Erde muss abgefangen werden, bevor sie hier den Hang runterläuft. Aber wie? Ich bin am Mühlengraben unterwegs, als ich unvermutet auf eine Lösung stoße. Das klingt doch nach Motorsägen. Oh ja, hier werden Kopfweiden zurückgeschnitten. Matthias bringt den Traktor in Position und dann zieht er schwungvoll den abgeschnittenen Ast ans Ufer. Die beiden fleißigen Aktivisten haben hier heute schon ganz schön viel geschnitten. Kurzerhand bitte ich um ein paar von diesen Stücken und darf mich bedienen. Ja, zu Hause angekommen, lege ich die 7 Stücke erstmal neben das Beet. Na, hoffentlich reichen die. Ich werde mal hier die Hölzer locker hinlegen, so wie sie kommen sollen. Gucken, ob das ausreicht, was ich da an Hölzern besorgt habe. An diesen kleinen Rundstämmen, Weidenholz, naja, das ist natürlich kritisch. Das hält sich erstens nicht lange, zweitens wird das schnell lebendig. Und Weide braucht Wasser, was wir hier oben natürlich nicht haben. Also sehr widersprüchlich und wahrscheinlich nicht ganz richtig oder vielleicht nicht ganz richtig, was ich da vorhabe. Keine Ahnung, aber so eine Begrenzung kann man dann ja immer wieder neu machen. Nur dahinter die Fläche, die soll also richtig gut werden diesmal. Der erste Versuch hier einer bienenfreundlichen Blumenwiese ist ja mehr oder weniger gescheitert. Habe ich mich nicht genug drum gekümmert, war auch von vornherein schlecht angelegt, die ganze Geschichte. Das soll diesmal eben besser werden. Ja, liebe Gartenfreunde, es nutzt ja nichts, ne? Bei so einem Wetter muss man halt die Winterjacke anziehen. Na, komm her, so. So. Also, so ähnlich könnte es gehen. Ich muss nur noch einiges Zubehör für die Montage bestellen. Dann ist es endlich soweit und ich kann loslegen. Ein schöner Morgen und Meister Specht im nahen Wald ist auch schon aktiv. So, hoffentlich habe ich nichts vergessen. Anfangen will ich hier links und das erste Holz an der Hochbeetverkleidung festschrauben. Lochband ist schon was Feines. Ja, es pustet noch ganz schön heute Morgen.
Das unterste Brett hier an der Hochbeetverkleidung ist aus stabilem Lärchenholz. Also das hält. Auch untereinander werden die Hölzer mit Lochband verbunden. Dann kommen diese stabilen 35 cm langen Edelstahlheringe zum Einsatz. So mit Loch und Schraube durch, das müsste klappen. Ja, was war das denn? Einmal abgerutscht. Ja, alles fest und so stellt sich dann die Beetumrandung zum Schluss dar. Ich glätte dann noch die Beetoberfläche. Ja, ehe ihr nachfragt, also Pappdeckel liegt hier nicht drunter, ganz bewusst. Also so tausendmal recyceltes Papier mit Vierfarbdruck, dann zu Pappe gemacht zum Schluss. Also nö, das muss ich hier nicht haben. So viel merkwürdige Stoffe will ich den Regenwürmern dann hier doch nicht zumuten. Ja, und dann sieht es so aus und macht fürs Erste einen ganz passablen Eindruck.